Juli 1969, Apollo 11 ist startbereit. T-minus 25 seconds and counting, we are go. GPS go. Guidance release 15. In weniger als 4 Tagen werden zum ersten Mal Menschen den Mond betreten. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, liftoff, we have liftoff. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Mit seiner Rede von 1961 stellt Präsident Kennedy die NASA vor eine riesige Herausforderung. Das war das Ehrgeizigste, was die NASA je versucht hat. Amerikaner stehen zu ihrem Wort. Die Ingenieure entwickeln eine Rakete und bringen dabei sich selbst und die Raumfahrttechnologie an ihre Grenzen. Scheitern kam für diese Leute nicht in Frage. Was sie geschafft haben, ist außergewöhnlich. Sie ist bis heute die stärkste Rakete der Welt. Dies ist die Geschichte der Rakete, die den Menschen zum Mond gebracht hat. We have you go for orbit, here. Go for orbit. Ende 1961. NASA-Piloten testen das raketengetriebene Experimentalflugzeug X-15. Mit 6-facher Schallgeschwindigkeit rast das Testflugzeug an den Rand des Alls. 12-6, still good. Was die Öffentlichkeit nicht weiß, die Technologie, auf der das Flugzeug basiert, hat eine unrühmliche Geschichte. Nach einem verheerenden deutschen Luftangriff liegen Teile Londons in Schutt und Asche. Doch es soll noch schlimmer kommen. In Nazi-Deutschland arbeiten Ingenieure an einer neuen Erfindung. An der ersten ballistischen Großrakete der Welt, der V2, gegen die England so gut wie wehrlos ist. Anfangs geht vieles schief. Dennoch markiert die V2 den Beginn einer neuen Ära der Raketentechnologie. Entwickelt hat sie Werner von Braun, Wissenschaftler und SS-Mitglied. Jahre später wird er zur bestimmenden Figur des US-Raumfahrtprogramms. Nach Kriegsende überführen die Amerikaner mehr als 100 deutsche Wissenschaftler in die USA, auch von Braun. Sie wollen von ihrem Fachwissen profitieren. Die Geschichte hatte natürlich schon viel früher begonnen. Als klar war, dass die Alliierten den Krieg gewinnen würden, musste von Braun eine Wahl treffen. Er wollte auf keinen Fall in die Hände der Russen geraten. Also ergab er sich den Amerikanern. Im September 1945 reiste er mit seinem Team in die USA. Im Gepäck hatten sie 15 Tonnen wissenschaftliche Papiere und mehr als 100 V2-Raketen. In den USA arbeitet von Braun für die Army und entwickelt die V2-Rakete weiter. Von Braun wollte die V2 unbedingt verbessern. Er wollte sie leistungsfähiger machen und ihr Steuerungssystem verfeinern. Er baute zum Beispiel eine zweistufige Variante, bei der die V2 mit einer zusätzlichen Booster-Rakete als zweiter Stufe ausgestattet war. Hier sehen Sie eine V2-Rakete mit einer kleinen, aufgesetzten Wack-Corporal-Rakete aus Pasadena, Kalifornien. Die Kombination beider Raketen zeigt, was amerikanische und deutsche Wissenschaftler zusammen erreichen können. Ihre Zusammenarbeit ist dazu bestimmt, in die Geschichte einzugehen. Zwischen
Zwischen den USA und der Sowjetunion herrscht kalter Krieg. Ein Krieg, der auch in Testlaboren und Forschungseinrichtungen geführt wird. Bald ist klar, diesen Krieg wird die Nation gewinnen, die im Weltall die Nase vorn hat. Der Wettlauf ins All war im Grunde ein Wettrüsten. Nur, dass es nicht um Waffen ging, sondern um Weltraumtechnologie. Es war der Kampf zweier Supermächte und zweier gegensätzlicher Systeme. Kommunismus gegen Kapitalismus. USA gegen Sowjetunion. Und wo hätte man diesen Kampf besser austragen können als hoch oben im All? Wer den Weltraum beherrschte, der war seinen Rivalen natürlich technisch weit überlegen. Darum war es auch so ein Schock für die USA, als die Russen den ersten künstlichen Satelliten in den Orbit schickten. Jeder auf diesem Planeten hat davon gehört. Viele haben es gesehen, alle haben darüber gelesen. Am 4. Oktober 1957 gelingt der Sowjetunion der Durchbruch. Sputnik 1, der erste von Menschen gebaute Satellit, startet in den Weltraum. Der Sputnik-Schock hat die USA in eine Krise gestürzt. Die ganze Welt schaute zu. Und die Amerikaner waren geschockt, dass ausgerechnet eine Diktatur es geschafft hatte, das erste künstliche Objekt in den Orbit zu befördern. Der Satellit umkreiste die Erde pro Tag 16 Mal. Er flog auch jeden Tag 16 Mal über die USA. Das hat die Amerikaner richtig fertig gemacht. Am 3. November 1957 ist der zweite künstliche Satellit in den Orbit gestartet. Einen Monat später die nächste Schlappe für Amerika. Die Sowjetunion schickt ein Lebewesen in die Erdumlaufbahn, die Hündin Laika. Sputnik 2 hatte nicht einfach nur ein primitives Funksystem an Bord, sondern ein komplexes Lebewesen, die Hündin Laika. Das war ein großer technologischer Fortschritt. In ihrer Verzweiflung setzen die USA alles auf die Vanguard. Fast 200 Journalisten aus aller Welt wurden eingeflogen, um das Ereignis zu verfolgen. Im Kontrollraum stieg unterdessen die Spannung. Nie hat Amerikas Ansehen so gelitten wie an diesem Tag, dem 6. Dezember 1957. Wenn Dinge schieflaufen, fühlt man sich immer schlecht. Auch wenn man selbst gar nicht beteiligt ist. Man fühlt mit seinen Kollegen, sie tun einem unendlich leid. Im Gegensatz zu Sputnik war diese Mission ein Reinfall. Darum nannten die Amerikaner sie Flopnik. Nach dem missglückten Start wurden Wernher von Braun und die US Army beauftragt, innerhalb von nur 60 Tagen einen künstlichen Satelliten ins All zu schicken. Und sie schafften es. Der erste amerikanische Satellit startete am 31. Januar 1958. gründet die US-Regierung eine eigene Luft- und Raumfahrtbehörde, die NASA.
Die NASA bündelte Abteilungen der Air Force, der Army und zivile Einrichtungen und auch von Browns Team. Damit hatten die Amerikaner die Infrastruktur, um auch große Programme zu stemmen. Von Braun und sein Team fangen sofort mit der Arbeit an. Sie wollen die USA zur führenden Raumfahrtnation machen. Es lief schlecht für die Amerikaner und dann kam die nächste Demütigung. Die Sowjets schickten den ersten Menschen ins All. Juri Gagarin flog einmal um die Erde und landete dann wieder sicher auf dem Boden. Das hört sich nicht besonders spektakulär an, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wie schnell er war. 8 Kilometer pro Sekunde. Die Welt feierte ihn als Helden und die Sowjets meinten, seht her, was der Kommunismus alles kann. Der US-Präsident stand unter großem Druck. Die Leute wollten wissen, warum Amerika so weit hinter seinen Rivalen zurückgefallen war. Erst hatten die Russen einen Satelliten ins All geschickt und jetzt sogar einen Menschen. Daran hatten die Amerikaner sehr zu knabbern. Kennedy meinte, wir werden bestimmt noch mehr Rückschläge einstecken müssen. Aber irgendwann geht es auch wieder bergauf. Konzentriert euch und macht weiter. Einen Monat später schickt die NASA endlich auch einen Menschen ins All. Alan Shepard in der Mercury-Raumkapsel. Achtung bitte. 15 Minuten bis zum Start. T-minus 15 Minuten. Die Zeit läuft. Statuscheck. Druckaufbau. Sauerstofftanks. Flüssigkeitssysteme. Range Operations. Mercury-Kapsel. Vorflugkontrollleuchten okay. Startbereitschaftslichter sind an. Mercury-Versorgungsschlauch lösen. Rampe freimachen. Aufnahme läuft. T-minus 8 Sekunden. Triebwerke starten. Start. Roger. Gestartet. Uhr läuft. This is Freedom 7. Hier Freedom 7. Höre Sie laut und deutlich. Die Steuerung funktioniert. Was für ein wunderschöner Ausblick. Shepards Raumflug ist zwar ein Erfolg, aber die Amerikaner wollen der Welt beweisen, dass sie es noch besser können als die Sowjets. Präsident Kennedy hat ein NASA-Labor in Huntsville, Alabama besucht. Dort empfing ihn Werner von Braun, Raumfahrtpionier und Leiter des Forschungs- und Entwicklungszentrums. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Gute Reise, John Glenn. Roger, mir geht's prima. Die Aussicht ist herrlich. Nach Kennedys Ansprache widmen sich die NASA-Ingenieure mit Hochdruck ihrer neuen Aufgabe, einen Menschen zum Mond zu bringen. Wie genau das gehen soll, weiß 1963 noch niemand. Werner von Braun will die Nova bauen, eine kolossale Rakete, die auf ihrer Spitze eine schwere Mondlandefähre tragen kann. Das Raumschiff soll die Astronauten sicher zum Mond und wieder zurückbringen. In der frühen Phase des Apollo-Programms gab es ein Konzept für eine Rakete namens Nova. Sie wurde nie gebaut, aber sie wäre absolut gigantisch gewesen. Obendrauf hätte die Rakete ein 45 oder 50 Tonnen schweres Raumschiff getragen. Das ist ein gewaltiges Gewicht. Die NASA-Wissenschaftler waren unsicher, ob die Mondoberfläche überhaupt stabil genug dafür war.
Die NASA gibt den Entwurf schließlich auf und entscheidet sich für ein anderes Modell, eine kleinere Rakete mit 3 Stufen. Die Stufen zünden in festgelegten zeitlichen Abständen. Das hat den Vorteil, dass leere Treibstofftanks und nicht mehr benötigte Triebwerke im Flug abgeworfen werden können. So wird die Rakete mit zunehmender Höhe immer leichter. Die NASA tauft die Rakete Saturn V. An ihrer Spitze trägt die Saturn V ein kleines Apollo-Raumschiff. Anders als bei der Nova besteht es aus 2 Modulen und einer kleinen, leichten Landefähre. Nur die Landefähre soll tatsächlich auf der Mondoberfläche aufsetzen. Am Ende der Mission dockt sie wieder am Raumschiff an und dieses kehrt zur Erde zurück. Um das geplante System auszuprobieren, baut die NASA eine etwas kleinere Testrakete mit 2 statt 3 Stufen, die Saturn I. Schon 5 Monate nach John F. Kennedys berühmter Rede ist sie bereit zum Start. 4 Jahren absolviert die Saturn I erfolgreich 10 Testflüge. Der Antrieb mit Flüssigtreibstoff und das mehrstufige System werden immer weiter perfektioniert. (1963) ist auch der Bau der Saturn V bereits im Gange. Sie soll die ersten Menschen zum Mond bringen und Amerika zur führenden Raumfahrtnation machen. Aber der Weg ist lang und beschwerlich. Eine Rakete wie die Saturn V zu konstruieren, erfordert technische Präzision in nie dagewesenem Ausmaß. Das Apollo-Programm war ein enormes Unterfangen. Während der Hochphase haben rund 375.000 Leute daran gearbeitet. Ein einzelnes Unternehmen konnte natürlich unmöglich alle Fachkräfte bereitstellen, die die NASA brauchte. Das Projekt konnte nur gelingen, wenn die Top-Leute der führenden amerikanischen Firmen zusammenarbeiteten. So lässt von Brown Boeing, North American Aviation, die Douglas Aircraft Company und IBM unter Vertrag nehmen. Überall in den Vereinigten Staaten entstehen Startrampen, Kontrollcenter und riesige Fertigungshallen. Die erste Stufe der Saturn V besteht aus 2 Komponenten, den Treibstofftanks und den riesigen F1-Triebwerken. Mit 42 Metern ist sie mit Abstand die längste der 3 Stufen. Ihre beiden Tanks sind gefüllt mit dem Raketenkerosin RP-1 und mit flüssigem Sauerstoff. Der Treibstoff stellt eine große Herausforderung dar. Das vergessen die Leute oft. Am kältesten Ort der Welt, in der Antarktis, herrschen etwa minus 88 Grad. Um Sauerstoff zu verflüssigen, sind aber noch viel, viel niedrigere Temperaturen nötig, etwa minus 183 Grad. Die Tanks müssen also ein ausgeklügeltes Kühlsystem haben, ähnlich wie riesige Thermoskannen. Dabei dürfen sie aber nicht zu schwer werden, sonst kommt die Rakete nicht vom Fleck. Bei der Konstruktion der Tanks mussten die Ingenieure wirklich an die Grenzen des Möglichen gehen. 5 F1-Triebwerke sollen die Saturn V auf mehr als 8000 Kilometer pro Stunde bringen. Sehen Sie sich die Saturn V an. Sie ist atemberaubend. Aber eine Rakete ist nur so gut wie ihre Triebwerke. Jedes F1-Triebwerk hatte mehr als 6000 kN Schubkraft. Die F1-Triebwerke wurden schon seit Mitte der 50er Jahre entwickelt
Angeordnet sind sie wie die Zahl 5 auf einem Würfel am Ende der ersten Raketenstufe. Aber während der Tests kommen gravierende Fehler ans Licht. Eins der größten Probleme war die ungleichmäßige Verbrennung. Jedes Triebwerk verbrannte fast 3 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Stellen Sie sich diese riesige Menge vor. Den Treibstoff in die Brennkammer zu leiten, ist ein komplexer physikalischer Prozess. Und genau da hakt es. Abwechselnd wird zu viel und zu wenig Treibstoff in die Brennkammer gespritzt. Das Triebwerk wird immer wieder angeheizt und dann wieder gedrosselt. Ein Teufelskreis mit schlimmen Folgen. In der Brennkammer entstand eine riesige Flamme, die wie wild herumwirbelte, schneller und schneller und schneller. Ein Triebwerk nach dem anderen versagte nur Sekunden nach der Zündung. Und wenn ein Triebwerk von der Größe des F1 versagt, dann sind die Folgen ziemlich spektakulär und katastrophal. Tausende Ingenieure arbeiten daran, das Problem zu beseitigen. Schließlich bauen sie sogenannte Prallbleche ein. Mit Erfolg. Die Verbrennung läuft stabiler. Damals gab es noch keine Hochleistungsrechner und Computersimulationen. Es war also eine riesige Herausforderung. Was diese Leute in wenigen Jahren geschafft haben, ist bemerkenswert. Scheitern kam für sie nicht in Frage. Sie hatten eine Deadline und sie hatten ein Ziel und sie gaben alles Menschenmögliche, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn es irgendwo ein Problem gab, wie beim F1-Triebwerk, haben sie daraus gelernt und weitergemacht. Das Stabilitätsproblem ist gelöst und die erste Raketenstufe wird getestet. Zusammen erzeugen die 5 Triebwerke mehr als 33.000 Kilonewton Schubkraft und entsprechen damit den Vorgaben Wernher von Brauns. Die 4 äußersten Triebwerke sind an Kardangelenken befestigt. So lässt sich während des Fluges die Schubrichtung korrigieren. Wenn die Triebwerke zünden, ist das wie eine Explosion. Ein wilder, gewaltiger Ausbruch. Und doch lassen sie sich unglaublich präzise steuern. Diese Balance zwischen Kraft und Präzision macht die Ingenieursleistung so beeindruckend. Die erste Raketenstufe brennt 2,5 Minuten lang. Bis heute ist das F1 das stärkste Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerk, das je gebaut wurde. Auch das Apollo-Raumschiff nimmt jetzt Gestalt an. Es soll die Astronauten zum Mond und wieder zurückbringen. Um es zu testen, entwickelt die NASA eine neue 2-stufige Rakete, die Saturn 1B. Ihre 2. Stufe ist noch leistungsfähiger als die ihrer Vorgängerin, der Saturn 1. Zeitgleich startet die NASA das Gemini-Programm, ihr 2. bemanntes Raumfahrtprogramm. Die Astronauten sollen Technologien testen, die später bei Apollo zum Einsatz kommen werden. Alle Zeichen stehen auf Erfolg. Die USA sind im Rennen. Doch dann, im November 1963, der Schock. Things are
Im Augenblick herrscht große Aufregung. Auf dem Weg durch die Innenstadt von Dallas wurden Schüsse auf den Präsidentenkonvoi abgegeben. Gerade wurde uns mitgeteilt, dass auf die Autokolonne von Präsident Kennedy geschossen wurde. Noch gibt es keine bestätigten Berichte über die Art der Verletzungen, die der Präsident erlitten hat. Ein Polizist ging zu Boden, zog seine Pistole und schrie: Alle runter! Inoffiziellen Berichten zufolge wurden Gouverneur John Connally und der Präsident bei einem Attentat verwundet. Ladies and Gentlemen, der Präsident ist tot. Er starb im Parkland Hospital in Dallas. Man konnte ihn richtig spüren, diesen furchtbaren Verlust. A terrible sense of loss. It enshrined. Kennedy hatte den Menschen in den Vereinigten Staaten etwas mit auf den Weg gegeben. Einen Traum, der sich tief in ihr Gedächtnis gebrannt hatte. Er hatte gezeigt, dass man in einer Welt, die immer wieder von Kriegen heimgesucht wird, mit Weitsicht und Verantwortung Großes bewegen kann. Und er hatte den Amerikanern das Gefühl gegeben, dass sie selbst etwas dazu beitragen konnten, um diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Sein Tod hätte die Menschen völlig entmutigen können. Stattdessen waren sie fest entschlossen, Kennedys Traum wahrzumachen. Sie wollten bis zum Ende des Jahrzehnts Amerikaner zum Mond schicken, koste es, was es wolle. Die NASA führt ihr Gemini-Programm unbeirrt weiter. Die Uhr läuft. Auf geht's, Molly Brown. Sie will der Welt und vor allem der Sowjetunion zeigen, wozu die Amerikaner imstande sind. Oh, eine krasse Erfahrung. Ein irres Gefühl. Das Gemini-Programm war ungeheuer wichtig. In 10 bemannten Missionen sollten die Astronauten alle Technologien und Manöver testen, die bei der späteren Mondlandung gebraucht würden. Wie kriegt man 2 Raumschiffe dazu, bei 30.000 km/h aneinander anzudocken? Roger, wie sieht's aus? Toll! Kann der Mensch 14 Tage in Schwerelosigkeit überleben? Die USA haben einen neuen Rekord aufgestellt. Endlich! Roger, Glückwunsch! Lange Flüge, komplizierte Andockmanöver, Außenbordeinsätze. Die Gemini-Astronauten testen all dies für die Apollo-Missionen. Die Douglas Aircraft Company stellt die letzte Raketenstufe der Saturn V fertig. Ihr J2-Triebwerk soll während des Flugs 2-mal zünden. Erst katapultiert es die Rakete in die Erdumlaufbahn, danach bringt es sie auf Kurs zum Mond. Aber die ersten Tests mit dem J2 offenbaren ein großes Problem. Das Ganze ist explodiert. Das Triebwerk und Teile der Testanlage wurden zerstört. Eine Schweißnaht an den Außentanks gab nach und die gesamte Konstruktion ging in die Luft. Das Triebwerk war nicht mehr zu gebrauchen und der Teststand wurde schwer beschädigt. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Schweißnähte falsch gesetzt waren. Nach mehreren Tests, in denen die Behälter unter großen Druck gesetzt worden waren, hatten sie nachgegeben und waren aufgeplatzt. Die Treibstofftanks zu verschweißen ist eine größere Herausforderung als gedacht. Die Ingenieure arbeiten mit Hochdruck daran, das Verfahren zu verbessern. Bei den anschließenden Tests bringen sie die Tanks an die Belastungsgrenze und darüber hinaus.
Das Erfolgsgeheimnis war die große Erfahrung der deutschen Raketenpioniere. Sie wussten, du musst jedes Bauteil testen, immer und immer wieder. Und erst wenn es perfekt ist, nimmst du dir das nächste vor. Diese systematische Arbeitsweise war der Grund, warum das Saturn-Programm so gut funktionierte. Mit der ersten und dritten Stufe der Saturn V geht es gut voran. Doch die mittlere bereitet den Ingenieuren Kopfzerbrechen. Weil das Apollo-Raumschiff schwerer geworden ist als zunächst geplant, muss Stufe 2 leichter werden. Aus den beiden ursprünglich geplanten separaten Treibstofftanks wird ein einziger Tank mit Zwischenboden. Das spart Größe und Gewicht. Doch die Änderung stellt die Ingenieure vor eine große Herausforderung. Die beiden extrem kalten und hochentzündlichen Treibstoffe sind nur noch durch eine dünne Isolierwand getrennt. Diese Zwischenwand zu bauen, war eine Riesenherausforderung. Zwischen den beiden extrem gekühlten Treibstoffen bestand ein Temperaturunterschied von 70 Grad. Auf der einen Seite war minus 253 Grad kalter flüssiger Wasserstoff. Auf der anderen Seite minus 183 Grad kalter flüssiger Sauerstoff. Zwischen den beiden durfte es keinen Wärmeaustausch geben. Die Ingenieure mussten also eine Trennwand herstellen, die perfekt isolierte und bombenfest war. Und das alles parallel zu der Arbeit an den anderen Stufen. Im Mai 1965 ist die zweite Stufe so gut wie fertig. Und auch die Instrumenteneinheit nimmt Gestalt an. Diese ringförmige Konstruktion sitzt über der dritten Stufe und hat einen Durchmesser von knapp 7 Metern. Sie enthält den Bordcomputer, verschiedene Sensoren und die Steuerkreisel. Während die Triebwerke liefen, musste der Bordcomputer die Treibstoffzufuhr kontrollieren und die Schubdüsen ausrichten. Die Triebwerke wurden dazu benutzt, die Rakete zu steuern. Sie ließen sich in verschiedene Richtungen schwenken. Man brauchte einen Bordcomputer, der die Sensorsignale richtig verarbeitete und die Triebwerke so einstellte, dass die Rakete auf Kurs blieb. Und das in den 60ern. Ihre Armbanduhr kann wahrscheinlich mehr als die Computer von damals. Aber genau das zeichnete das Apollo-Programm ja aus. Kleine technologische Fortschritte, die aber letztlich einen riesigen Unterschied gemacht haben. Sie haben den Weg bereitet für moderne technische Geräte wie Laptops oder Navis. Unsere Gesellschaft profitiert also heute noch davon. Die Firma Lockheed Propulsion Company konstruiert eine Rettungsrakete für die Saturn V. Die Saturn V war 110 Meter hoch. Ganz oben über dem Kommandomodul, in dem die Astronauten saßen, war die Rettungsrakete. Falls es ein Problem gab, konnten sich die Astronauten damit in Sicherheit bringen. Die Rettungsrakete zieht das Raumschiff mit den Astronauten von der Saturn weg und in Richtung offenes Meer. Dann öffnen sich die Fallschirme und das Raumschiff sinkt langsam auf die Wasseroberfläche. Dort wird es dann von der US Navy geborgen. Die Arbeit kommt glänzend voran. Nichts scheint das Programm stoppen zu können. Bis im Januar 1967 ein tragisches Unglück die NASA schockiert. Die Astronauten Gus Grissom, Ed White und Roger Chaffee steigen in die Kommandokapsel der Saturn 1b für einen Routinetest. Plötzlich bricht im Inneren der Kapsel ein Feuer aus. Der Raum ist mit reinem Sauerstoff gefüllt
Das Feuer greift blitzschnell um sich. Die Astronauten haben keine Chance. Das Feuer in der Apollo-Kapsel war ein Schock. Alle hatten damit gerechnet, dass es hier und da Probleme geben würde. Aber niemand hätte je gedacht, dass das Raumschiff so tiefgreifende Konstruktionsfehler hatte. Das einzusehen, war für die Ingenieure sehr schwer. Und natürlich hat zu einem gewissen Grad auch ihre Arbeitsmoral darunter gelitten. Gus Grissom meinte einmal, das Programm wird Menschen das Leben kosten. Leider war er selbst einer von diesen Menschen. Aber langfristig hatte der Unfall auch etwas Positives. So wie der Tod von John F. Kennedy hat der Tod der drei Astronauten die Menschen schwer erschüttert. Aber er hat auch ihren Willen gestärkt. Sie waren entschlossener denn je, bis zum Ende des Jahrzehnts Menschen zum Mond zu bringen. Neue Brandschutzvorrichtungen werden installiert. Das ist wichtig, kostet aber wertvolle Zeit. Und das Ende des Jahrzehnts rückt immer näher. Um nicht in Rückstand zu geraten, überspringt die NASA weitere Tests am Boden und bereitet den ersten unbemannten Testflug vor. Die Mission startet unter dem Namen Apollo 4. Freigabe zum Start. Noch 30 Sekunden. Nach Jahren mühevoller Entwicklungsarbeit ist die allererste Saturn V-Rakete endlich startklar. Okay, Flugkontrollteam, cool bleiben. Letzter Status-Check. Booster. Zündung erfolgreich. Alle Triebwerke laufen. Die Rakete ist gestartet, um 7 Uhr Eastern Standard Time. Es war wirklich bemerkenswert. Ein beeindruckender Anblick. Wie sich dieses schwere Gerät senkrecht in die Luft schraubte. Atemberaubend. Apollo 4 bringt Amerika dem Traum von der Mondlandung ein großes Stück näher. Aber bevor Astronauten an Bord dürfen, sind noch viele Tests nötig. Im April 1968 startet mit Apollo 6 der zweite unbemannte Testflug. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wir sind gestartet. Um 7 Uhr Eastern Standard Time. 5 Sekunden Flugzeit. Alles sieht gut aus. Blick- und Rollmanöver haben begonnen. Azimut 72 Grad. Alle F1-Triebwerke laufen. Range Safety grün. Auch dieser Test scheint ein Erfolg zu werden. Doch plötzlich fängt die Rakete an, wie wild zu vibrieren. Die NASA-Mitarbeiter halten den Atem an. Sie kennen das Problem. Es ist der sogenannte Pogo-Effekt. Beim Pogo-Effekt bringt die Bewegung der Rakete den Treibstofffluss in den Triebwerken aus dem Gleichgewicht. Unregelmäßige Treibstoffzufuhr bedeutet unregelmäßigen Schub. Dadurch gerät die ganze Rakete ins Schwanken. Im schlimmsten Fall kann sie komplett auseinanderbrechen. Als die erste Stufe ausgebrannt ist, hören die Vibrationen auf. Aber die Rakete hat schwere Schäden davongetragen. 4 Minuten nach dem Start der zweiten Stufe gehen 2 der 5 J2-Triebwerke aus. Verlust der Triebwerke 2 und 3. Zum Glück können die verbleibenden Triebwerke den Ausfall ausgleichen.
Apollo 6 schafft es in den Erdorbit. Die Untersuchungsergebnisse sind niederschmetternd. Die Vibrationen haben eine Treibstoffleitung gekappt. Darum sind die beiden J2-Triebwerke ausgefallen. Und Astronauten an Bord hätten die heftigen Schwankungen wahrscheinlich nicht überlebt. Die Ingenieure müssen das Pogo-Problem so schnell es geht beseitigen. Zeitweise waren 1000 Leute mit dem Problem beschäftigt. Die NASA hatte ein System entwickelt, das den Pogo-Effekt unterdrücken konnte. Aber weil es so teuer und komplex war, hatten sie bislang darauf verzichtet. Nach dem Vorfall wurde es in alle weiteren Saturn V-Modelle eingebaut. Das System wird an den F1-Triebwerken installiert. Später tritt der Pogo-Effekt allerdings auch bei den J2-Triebwerken auf. Zum Glück ohne schlimme Folgen. Im Oktober 68 fliegen Walter Schirra, Don Eisley und Walter Cunningham mit einer Saturn 1B-Rakete in den Orbit. Apollo 7 ist die erste bemannte Mission des Programms seit der Apollo 1-Katastrophe. Die Männer checken die Systeme der Raumkapsel gründlich durch. Roger. Guten Morgen an alle im Fernsehland. 3, 2, 1, los. Freigabe zur Zündung. Verbrennungsrate ist gut. Wir sind bereit. Schön gemacht. Das Ergebnis, alles läuft einwandfrei. Weiteren bemannten Missionen steht nichts im Weg. Im Dezember 1968 steht Apollo 8 in den Startlöchern. Es ist der erste bemannte Flug mit einer Saturn-5-Rakete. Und diesmal sollen die Astronauten nicht im Erdorbit bleiben. Sie sollen weiterfliegen bis zum Mond. Das war das Ehrgeizigste, was die NASA je versucht hat. Die Herausforderung bestand vor allem darin, heil wieder zurückzukommen. Apollo 8 war vielleicht die kühnste Mission in der Geschichte der Raumfahrt. Es ist soweit. Das Schicksal der Mission liegt in den Händen dieser Astronauten. William Anders, James Lovell und Frank Borman. Laut Statusanzeige sind alle Systeme bereit. Wir nähern uns dem 60-Sekunden-Countdown unserer Mondmission. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1. We have commit. We have liftoff. Clock starts, right? Magic clock. Power pod! Cockpit tower, Houston copies. Jeder Raketenstart ist ein Angriff auf die Sinne. Da wackeln sogar die Zahnfüllungen. Du spürst die Erschütterung tief im Inneren deines Körpers. Mit dieser Apollo-Mission waren so viele Hoffnungen und Träume verknüpft. Nicht nur die Träume der drei Astronauten an Bord oder der vielen tausend Menschen, die an dem Programm mitgearbeitet hatten, sondern die Träume der ganzen Menschheit. Apollo 8, Flugbahn und Steuerung sehen gut aus. Over. Wir hatten die Erde verlassen. Wir hatten die Verbindung zu unserem Heimatplaneten gekappt und waren in das Schwerkraftfeld eines anderen Himmelskörpers eingetaucht. Ich hatte Gänsehaut. Freigabe für den Einschuss zum Mond. Verstanden. Die dritte Stufe zündete ein zweites Mal und brachte das Raumschiff auf Kurs zum Mond. Zu sehen, wie sie immer schneller und schneller wurde, das war genial. Die Apollo 8 Crew sah die Erde aus einer Perspektive, von der die Menschen seit Jahrtausenden geträumt hatten. Die komplette Menschheitsgeschichte, all ihre Erfolge, all ihre Niederlagen waren zu einem winzigen Punkt zusammengeschrumpft. Sie brauchten nur den Daumen zu heben und der Punkt war einfach weg. Zum ersten Mal sahen Menschen die Erde nicht als Heimat, sondern als Objekt am schwarzen Nachthimmel.
scheinbar unbedeutend, in einem Meer aus Sternen. Apollo 8 umkreist den Mond 10-mal. Heiligabend 1968 schicken die Astronauten eine bewegende Botschaft zur Erde. An alle Menschen auf der Erde. Die Crew von Apollo 8 möchte euch eine Nachricht überbringen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Bei den Worten aus der Bibel kriege ich eine Gänsehaut, auch nach 40 Jahren. Das war einer der stolzesten Momente der Saturn-5-Geschichte. Die Crew der Apollo 8 wünscht allen eine gute Nacht, viel Glück und frohe Weihnachten. Gott segne euch, euch alle auf der guten Erde. Eine weitere Hürde auf dem Weg zur Mondlandung ist genommen. Und im März 1969 startet schon Apollo 9. Die Astronauten drehen 10 Runden um die Erde und machen einen Testflug mit der Mondlandefähre. 3, 2, 1, Red Star. Mission confirmed. 2 Monate später dann der nächste Flug zum Mond. Apollo 10 fliegt bis auf 15 Kilometer an den Erdtrabanten heran, um die Landeprozedur zu testen. Wir sind da, Charlie. Roger, weiter so. Klingt kitschig, aber die Sicht ist nicht von dieser Welt. Alle Tests sind bestanden. Die Zeit ist reif für die erste Mondlandung. 16. Juli 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins klettern an Bord der Apollo 11-Kapsel. We are go. 20 seconds. Malus go. TBM go. 11, 10, 9. We have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Wir haben abgehoben. We have 32 Minuten nach der vollen Stunde ist Apollo 11 gestartet. 4 Tage später betritt Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Kennedys Traum ist in Erfüllung gegangen und die USA haben den Wettlauf ins All vorerst gewonnen. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein großer Sprung für die Menschheit. Sechs weitere Missionen folgen. Die Saturn V macht ihren Job tadellos. Zwischen 1968 und 1972 bringt sie 24 Männer zum Mond. 12 von ihnen haben das Glück, ihn zu betreten. Das ist einer der stolzesten Momente meines Lebens, glaub mir. Mit der Zeit werden die Ausflüge immer länger. Die Astronauten von Apollo 17 verbringen sogar knapp 3 Tage auf dem Mond. Houston, dieser Ort ist unglaublich schön. Am 14. Dezember 1972 machen sie sich auf den Rückweg. Spektakulär. Damit schließt ein bemerkenswertes Kapitel der Raumfahrtgeschichte. Und auch für die Saturn V wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Im Jahr 1973 bringt sie noch die amerikanische Raumstation Skylab ins All. Es ist ihr letzter Flug. Die Saturn V hat ein großes Erbe hinterlassen. Viele Wissenschaftler, Ingenieure und Lehrer haben ihren Beruf nur deshalb gewählt, weil sie diese wundervolle Rakete gesehen haben. Ich bin eins der Kinder von Apollo. Das Programm hat mein Interesse an Mathematik und Wissenschaft geweckt und bis heute aufrechterhalten. Die Saturn V ist unglaublich. Da sind sich alle einig. Sie ist ein Symbol für den Wunsch des Menschen, seine eigenen Grenzen zu überwinden.
Nach dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Sie ist immer noch die stärkste Rakete, die je von der Erde gestartet ist. Sie wurde zu einem bestimmten Zweck gebaut, um Antworten auf die großen Fragen zu finden, die uns seit Anbeginn der Zeit beschäftigen. Wer sind wir? Was gibt es da draußen? Was ist der Mond? Wie ist es, auf ihm herumzulaufen? Die Saturn V hat gezeigt, dass wir es können. Und wir sollten es bald wieder tun. Wenn Leute an die Mondlandung denken, sehen sie die Astronauten auf der Mondoberfläche vor sich. Aber auch diese herrliche Rakete, wie sie von der Startrampe abhebt. This generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Da stellen sich die Härchen in meinem Nacken auf. Alle Triebwerke laufen. Start beginnt. Rakete ist gestartet. We have liftoff. We have liftoff at 7 a.m. East Coast Standard Time. Tower has been cleared. Als die Rakete gestartet ist, haben die Mitarbeiter der NASA Tränen vergossen. To shed tears when they saw that thing rise. Die Erfüllung ihrer Träume wurde von dieser außergewöhnlichen Maschine in den Kosmos getragen. Wir würden gerne allen Amerikanern danken, die dieses Raumfahrzeug gebaut haben, die es konstruiert, entworfen und getestet haben, die ihr Herzblut und ihre Fähigkeiten hineingesteckt haben. Diesen Leuten gebührt heute Nacht besonderer Dank. Gott segne sie. Gute Nacht von Apollo 11. Bis heute ist die Saturn V die stärkste Rakete der Welt. Und sie wird in Erinnerung bleiben als eine der größten Errungenschaften der Menschheit.